Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute mit einer Technikanalyse, lange sehnte Technikanalyse, Folge Nummer 2, Numero dos. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal los, fangen wir gleich mal an. Ich habe hier schon einiges vorbereitet, ich muss hier immer ab und zu wieder auf den Bildschirm schauen, weil ich hier eure Videos anschauen muss und schauen muss, was ihr da falsch gemacht habt, was ihr richtig gemacht habt. Wie gesagt, für Leute, die das gerne noch machen wollen, schreibt einfach eine E-Mail an die folgende eingeblendete E-Mail-Adresse strongpersonality.technik@gmail.com. Könnt ihr mir eure Videos senden von Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und Schulterdrücken oder auch andere Übungen, wenn ihr wollt, und ich analysiere es dann. Aber jetzt starten wir gleich mal mit dem ersten Kandidaten. Erster Kandidat ist der Lukas. Lukas, wir kennen uns ja schon. Machst es sehr, sehr gut, meiner Meinung nach jetzt. Ja, schauen wir mal rein. Ja, Kniebeuge sieht auf den ersten Blick eigentlich echt sehr, sehr solide aus, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Ja, hier hat er hat ein bisschen das Problem mit der Tiefe, beziehungsweise mit den Wiederholungen, dass die nicht ganz konstant sind. Aber jetzt schauen wir uns gleich mal die Wiederholung an, oder die Verlangsamung. Ja, hier. Hier haben wir zum Beispiel aufgezeigt, hier habe ich euch aufgezeigt, wie tief er ist quasi, wie seine Squat-Position aussieht. Und ihr seht hier die rote Linie, sollte möglichst immer tiefer sein als die andere Linie bei dem Kniegelenk oder ja, der Punkt quasi. Ja, weil dann habt ihr die optimale Tiefe erreicht. Da sollte quasi, der Oberschenkel sollte nicht parallel bleiben, sondern er sollte unterparallel sein. Könnt ihr auch merken, Hüftgelenk tiefer als Kniegelenk. Ja, sollte, wenn ihr so eine Kniebeuge habt, wenn das jetzt der Oberschenkel ist, dann ist das nicht die richtige Tiefe. Er müsste dann quasi ein bisschen unterhalb des Kniegelenks sein, weil das zur Folge hat, dass ja einfach die Belastung auf das Kniegelenk geringer wird. Ja, da gibt es auch Studien, ja, ich weiß, viele sagen immer, ja, nur bis zu 90 Grad beugen. Das ist kompletter Bullshit. Das war der Stand der Wissenschaft aus den 70er Jahren. Ist mittlerweile ja, revidiert worden und es ist einfach gesünder für das Knie, wenn du ein bisschen weiter unter parallel gehst. Würde ich sagen, schau mal weiter. So, wie gesagt, schaut ganz gut aus. Ich habe nur einen Einwand und zwar ist das, dass du etwas tiefer gehen müsstest, weil es sieht zwar hier so aus, als ob es eigentlich reicht, aber es reicht gerade so. Außerdem ist es so, dass du ja etwas unkonstante Wiederholungen hast. Das heißt, manchmal passt die Tiefe, manchmal passt sie nicht. Da ein bisschen dran arbeiten. Schauen wir mal weiter. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch, dass du deine Unterarme etwas mehr unter die Stange bringst, dadurch kannst du bessere Spannung im oberen Rücken aufbauen. Und was ich hier noch eingezeichnet habe, ist, dass du ja in der Aufwärtsbewegung etwas mehr die Hüfte nach vorne drücken solltest, bisschen mehr Hip Drive entwickeln solltest, nicht zu viel, sondern einfach nur leicht bisschen mehr nach vorne drücken. Ansonsten sieht das sehr, sehr solide aus. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal die Verlangsamung an, also wirklich kann man nicht viel meckern, wie gesagt, das habe ich dir eh schon gesagt, bisschen tiefer vielleicht gehen, Unterarme vielleicht bisschen mehr unter die Stange, dass du ein bisschen mehr Spannung aufbauen kannst. Ja, die Wiederholung wäre jetzt ganz gut zum Beispiel, aber ansonsten kannst du problemlos so weitermachen, das ist wirklich eine saubere Kniebeuge, schaut wirklich sehr, sehr gut aus. Du hast auch keinen Buttwink mehr übrigens, den du noch gehabt hast vor einigen Wochen, hast sehr, sehr gut gelöst. Klasse. Kandidat Nummer 2, schauen wir uns den auch mal an. Ja, erstmal in Normalgeschwindigkeit übrigens. Die Lady, die da squattet, hat eine mega geile Technik. Die kann mir auch gerne mal ein Video schicken. Ich analysiere es gerne. aber jetzt zu dir.
Ja, du machst Deadlift, aber du machst einen komischen Deadlift. Ja, Deadlift heißt, das Gewicht aus der toten Position hochzuheben. Das heißt, jedes Mal das Gewicht abzulegen und dir Spannung aufzubauen. Ja, hier der Spannungsaufbau bei der ersten Wiederholung gefällt mir sehr, sehr gut. Ist richtig geil, was du da machst. Dann haben wir hier die Startposition. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Wirklich sehr, sehr gut. Kopf auch nicht wirklich überstreckt. Schaut sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Was dann passiert ist, dass du beim Kopf bei der Aufwärtsbewegung den Kopf leicht überstreckst. Ja, das sehen wir jetzt hier. Ja, du hast den leicht überstreckt, ist aber nicht so tragisch, wollte ich dir nur anmerken. Dann, was eher problematisch ist, meiner Meinung nach, ist der Lockout. Ja, du gehst viel zu stark nach hinten, meiner Meinung nach. Ja, du solltest eigentlich eher schauen, dass du die Hüfte nach vorne bringst. Die Schulterblätter nach oben, nach unten, hinten ziehst, habe ich die mit dem roten Pfeil markiert, und dass du die Brust rausstreckst. Ja, an dem solltest du eigentlich arbeiten, weil mir kommt es vor, als wie wenn du einfach nur, ja, wie wenn du einfach nur mit dem, ja, mit dem Rücken nach unten gehen willst. Dann haben wir den nächsten Lift von dir, ist die Kniebeuge. Da muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das finde ich, war keine gute Beuge. Aber schauen wir uns das jetzt erstmal an. Ja, du beugst mit, ich glaube, Gewichtheberschuhen sind das, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Und mit einem Gürtel. Also es scheint Richtung Maximalkraft zu gehen. Ja, was mir hier schon jetzt auffällt, ist, dass du die Unterarme, ja, dass die sehr, sehr weit weg vom Körper sind oder sehr, sehr weit weg von der Stange sind. Das wäre in Ordnung, wenn du zum Beispiel Lower beugst, aber hier sieht es aus, als wie wenn du Hyperbeugen würdest. Deshalb rate ich dir auch, wie den Lukas zuvor schon, die Unterarme ein bisschen näher zum Körper, näher unter die Stange zu nehmen. Hast einfach viel, viel bessere Spannung dann. Ja, jetzt kommen wir dann in die Slow-Mo oder beziehungsweise in die verlangsamte Version. Schauen wir es uns nochmal an. Ja. Hebt er schön raus. Ja, macht er gut. Gutes Setup, wie er nach hinten geht eigentlich. Aber es fehlt dir, ja, wie gesagt, da habe ich das nochmal aufgezeichnet mit den Unterarmen, dass sie ein bisschen mehr nach vorne sollen, ein bisschen weiter unter die Stange. Aber was dir fehlt, ist auf jeden Fall die Tiefe. Ja, die Tiefe reicht nicht aus, das ist gerade mal so parallel, was du beugst. Entweder weniger Gewicht nehmen, ja, oder an deiner Mobility arbeiten. Ja, hier siehst du das, das ist nur parallel, wenn überhaupt. Das ist ein Problem. Hüftgelenk muss tiefer als das Kniegelenk sein, wie vorher schon mal erwähnt. Da unbedingt dran arbeiten. Und dann, was passiert jetzt, wenn du nach oben gehst, ist, dass du ein bisschen nach hinten driftest. Du shiftest ein bisschen nach hinten. Das kann jetzt sein, dass das Gewicht zu weit nach vorne, ja, dass du das Gewicht zu weit nach vorne verlagert hast, beziehungsweise dass das Gewicht nicht direkt über dem Mittelfuß ist. Dadurch kann es sein, dass du dann ein bisschen so nach vorne kippst und dann nach hinten so ausschiftest quasi. Deshalb schau, dass du das Gewicht immer über dem Mittelfuß hast. Da hast du die optimale, ja, Hebelverhältnisse, die optimale Kraftübertragung. Und ja, daran arbeiten. Und das Gewicht scheint mir auch ein bisschen zu schwer zu sein, dass du es, ja, du tust dich wirklich sehr, sehr schwer. Die letzte Wiederholung ist schon ziemlich hart drauf gegangen. Also es kann auch ein Grund sein, dass du deswegen nicht zu tief beugst. Also daran unbedingt arbeiten. Ja, meine Freunde,
Das war es jetzt eigentlich schon für die Folge Nummer 2. Ich muss jetzt dringend aufs Klo, deswegen muss ich jetzt beenden. das war jetzt die Folge Nummer 2. Diesmal nur zwei Kandidaten bzw. drei Videos. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin gern für euch da. Ich beantworte gerne eure Fragen und natürlich sendet mir Videos für die nächste Technikanalyse. Sie wird definitiv kommen, wenn Videos da sind. Mir macht es nämlich extrem viel Spaß. Ich bedanke mich für das Video. Ich sage nochmal: teilen, liken, zuschauen, abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß beim Training. Ciao.